ist denn meinem Baby? Oh Mann, 64er noch immer auf den Beinen. Ich hab's nicht angefasst, ich schwör's. Nein, Mann, ich meine Stefanie, verstehst du? Und die Kinder. Hast du auf sie aufgepasst, wie sich das für einen guten Onkel gehört? Klar, das weißt du doch, Mann. Die wachsen wie Unkraut, du solltest sie sehen. Ja, das glaube ich. Was ist denn hier los? Hier hat sich eine Menge verändert, während du weg warst. Die Engländers haben alles übernommen. Du musst 24 Stunden am Tag auf der Hut sein. Man kann nicht mehr unbehelligt auf die Straße gehen. Mann, das war mal eine gute Wohngegend. Tja, Kansas ist das nicht mehr. Kein Vergleich zu Phoenix, hä? Ich stehe auf Phoenix. Soll ich dir was sagen? Der militärische Nachrichtendienst hatte recht. Sieht aus, als würden wir alle dorthin ziehen. Du musst Mom und Dad und Stephanie und die Kinder zusammentrommeln und so schnell wie möglich nachkommen. Oh nein! Scheiße! Einfach nochmal starten. Nichts. Ist doch nicht so schlimm. Ich schau mal rein. Alles easy. Hey, Derek. Willst du etwas über die Gangländers wissen? Jetzt wirst du sie kennenlernen. Bleib cool. Na, wie sieht's aus? Autopanne? Ja, weißt du, naja. Oh Gott, ich hasse das! Komm schon, Mann, lass gut sein. Ich will keinen Ärger mit euch. Oh, die wollen keinen Ärger mit uns. Wie heißt du? Wohin wollt ihr? Mein Bruder und ich wollten nach Hause. Also, wie ist dein Name? Ihr wollt nach Hause. Bei welcher Gang seid ihr? Gang? Mein Bruder und ich wollten wirklich nur nach Hause, Mann. Dazu ist es zu spät! Ihr fahrt nirgendwo hin. Na, mein Kleiner, wie wär's mit einer lüsternen, schlampigen Blondine? Schlampen, nein, danke. Du wärst dich, das macht mich geil. Was soll das? Fass mich nicht an! Ah, so einer bist du. Thank you.
Oh, was haben wir denn da? Zwei verdammte Pisser auf unserem Terrain. Welcher darf es sein? Den kräftigen Blonden. Ich bin in der Stimmung, was Gutes zu killen.